So, jetzt schauen wir uns mal die komplette Lösung des Motivationsproblems an. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand laufen, dabei alle Körner einsammeln, die er findet, und an der Wand genauso viele Körner ablegen, wie er eingesammelt hat. Das vollständige Lösungsprogramm sieht jetzt so aus. Zunächst wird eine variable Anzahl definiert. Dort können ganze Zahlen abgelegt werden und anfangs wird der Wert 0 abgelegt. Jetzt läuft der Hamster bis zur Mauer und jeweils hier in dieser Schleife eine Kachel und auf der Kachel frisst er alle Körner. Nach jedem Fressen wird die variable Anzahl um den Wert 1 erhöht. Anzahl gleich Anzahl plus 1. Dann ist er irgendwann bei der Mauer und in der variablen Anzahl ist gespeichert die Zahl der Körner, die der Hamster unterwegs gefressen hat. Und entsprechend muss der Hamster genau so viele Körner wieder ablegen. Und das kann er machen, indem er einfach die variable Anzahl wieder runterzählt, bis sie 0 erreicht. Und entsprechend dann so oft den Gib-Befehl ausführt. Weil Anzahl größer 0, Gib. Und Anzahl gleich Anzahl minus 1 innerhalb der Schleife. Das heißt, hat der Hamster 3 Körner gefressen, ist in Anzahl 3 gespeichert, 3 größer 0, true, also gibt er. Und Anzahl wird um 1 erniedrigt. Das heißt, in Anzahl ist 2 gespeichert. 2 größer 0, gib. In Anzahl ist jetzt nur noch 1 gespeichert. 1 größer 0, true, gib. Das heißt, das dritte Mal wird gib ausgeführt. Anzahl wird erniedrigt auf 0. 0 größer 0 ist false und die Schleife ist beendet.